Hallo liebe Zuschauer von Easy German, wir begrüßen euch heute zu einer Sonderedition mit Ruprecht Polenz. Herr Polenz, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages jetzt seit 8 Jahren. Und in diesem Sommer unterstützen Sie unser Digital Participation Camp und Summit als Schirmherr. Wie viel Zeit verbringen Sie denn selber im Netz? Das ist eine ganze Menge, weil ich ziemlich aktiv auf Facebook bin und das mache ich alles selbst. Und wenn man dann so mit 5000 Freunden und knapp 3000, die eigenen Kommentare abonniert haben, jeden Tag 700 Kommentare sich anschaut, dann geht natürlich auch ein bisschen Zeit dabei drauf. Aber ich finde das sehr interessant und auch informativ. Warum sind Sie auf Facebook so engagiert? Sie sind ja auch bekannt als einer der deutschen Politiker, der besonders aktiv ist. Was gibt Ihnen das? Ich lerne eine ganze Menge. Einmal natürlich über die Themen, die die Menschen interessieren. Ich kriege natürlich auch ein bisschen was von der Sprache mit, wie dort kommuniziert wird. Ich bin ja schon ein bisschen älter und diejenigen, die sich dort hauptsächlich tummeln, sind natürlich schon ein ganzes Stück jünger als ich. Ich habe das deshalb auch angefangen, weil ich denke, dass man als Abgeordneter sich ja immer ein Bild von der Wirklichkeit der Menschen machen muss, mit denen man es zu tun hat, die man im Bundestag vertreten darf. Und da ist es halt so, dass für immer mehr Menschen diese sozialen Netzwerke zu ihrer Lebenswirklichkeit gehören. Wenn man davon gar nichts versteht, einfach weil das nach der eigenen Zeit, wo man das vielleicht als Schüler angefangen hätte, sich überhaupt erst entwickelt hat, dann muss man sich da eben aktiv drum kümmern. Das mache ich jetzt seit 3-4 Jahren. Und ich habe es nicht nur nicht bereut, sondern ich finde es auch eine wichtige Informationsquelle für mich und natürlich auch eine Möglichkeit, die Gedanken anderer ein bisschen zu beeinflussen. Die reiben sich ja dann manchmal auch an dem, was ich da schreibe. Das ist richtig. Wenn man sich Ihre Facebook-Seite anguckt, das polarisiert ja auch sehr stark. Sie posten sehr viel, Sie geben auch viel Hintergrundinformationen. Und man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass Menschen Ihre Plattform auch gerne nutzen, um dann, sag ich mal, politische Diskussionen anzufangen. Und zum Teil sind auch ja fast beleidigende Kommentare dabei, kann man sagen. Wie gehen Sie damit um? Also zunächst einmal ist es das Gute, dass Facebook ja nicht heißt, ich habe da einen Blog. Dann müsste ich in der Tat manche Sachen ziemlich schnell runterschmeißen, weil sie dem wirklich widersprechen, was ich noch akzeptieren würde. Aber bei Facebook ist erstmal jeder für seine Meinung selbst verantwortlich. Und ich denke, das können die Menschen auch unterscheiden. Das, was ich schreibe, was meine Meinung ist und was dann eben andere an Kommentaren dazu schreiben. Aber da ich halt viel mit Themen mich beschäftige, wo wir auch in Deutschland oft kontroverse Diskussionen haben, also die Frage, wie soll sich die Europäische Union zur Türkei verhalten? Soll das mal am Ende zu einer Mitgliedschaft führen können, ja oder nein? Wie ist das mit dem Islam? Wie ist das mit Integration? Das sind, sagen wir mal, 3 Themenbereiche, wo ich sofort, wenn ich dazu was poste, ziemlich viel Resonanz habe. Und ich merke es ja auch an den Namen derer, die da bei mir mitkommunizieren. Es haben ganz viele einen Migrationshintergrund, wie man soziologisch sagen würde. Ich mag den Begriff sonst nicht so gerne, weil die meisten sind wahrscheinlich lange Deutsche. Aber sie kommen eben aus Ländern oder ihre Eltern oder Großeltern kommen aus anderen Ländern als aus Deutschland. Und auch das, finde ich, trägt ein bisschen dazu bei, zu einer gemeinsamen Sprache und zum gemeinsamen Verstehen auch zu finden, wenn man sich an solchen Diskussionen beteiligt, weil sonst diskutiert immer jeder unter sich. Das ist vielleicht auch die Stärke meiner Facebook-Pinnwand. Sehen Sie das eher als Ihr privates Vergnügen an, sag ich mal, oder sehen Sie das als Teil Ihres Berufes, über Facebook oder über solche Online-Communities mit Menschen in Kontakt zu treten? Ja, da komme ich jetzt langsam zu einer Entscheidung, die ich mal treffen muss. Ich werde ja nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren. Ich habe es bisher natürlich als Teil meiner Arbeit als Politiker gesehen und bin auch noch nicht ganz entschieden, was ich dann ab Oktober mache, ob ich das fortsetze. Es gibt viele, die da jetzt schon sagen, nachdem sie mitbekommen haben, dass ich nicht wieder zum Bundestag kandidiere, ich soll doch hoffentlich das weitermachen. Andere sagen, dann hört er hoffentlich auch hier auf, wie das dann so ist. Also davon allein kann ich es nicht abhängig machen. Ich muss dann noch mal ein bisschen in mich gehen und überlegen, wie viel Zeit ich dafür dann weiter vielleicht verwenden würde, was das für mich dann noch für einen Sinn gibt. Wie gesagt, ich bin noch nicht entschieden.
Wir hoffen natürlich, dass Sie weiter dabei sind auf Facebook. Sie unterstützen ja in diesem Sommer unser Vorhaben, das Digital Participation Camp, als Schirmherr, bei dem wir junge Netzaktivisten und junge Medienmacher aus aller Welt hier nach Münster einladen zu einem eintägigen, zu einer einwöchigen Konferenz. Warum unterstützen Sie dieses Vorhaben? Ich kenne das ja, seit Sie mir das vor ein paar Jahren mal präsentiert haben, und bin ganz begeistert davon, weil es mit den, weil es heute ja viel einfacher geworden ist, so etwas wirklich rund um den Globus zu organisieren. Das wäre früher ja im Grunde auch gar nicht möglich gewesen, junge Leute in Kontakt zu bringen, zu gemeinsamen Projekten zu vereinen, über die Projekte einen Erfahrungsaustausch herbeizuführen und auf diese Weise auch für Dritte interessante Informationen bereitzustellen. Also ich finde das eine super Idee und habe mich auch sehr gefreut, dass Sie die entsprechenden Förderungen auch etwa vom Außenministerium dafür bekommen haben. Und gerade jetzt in der Zeit, wo es etwa in Nordafrika, in vielen arabischen Ländern doch immer noch so ein bisschen spitz auf Knopf steht, wie die Entwicklung weitergeht, sind natürlich solche Vernetzungen auch für die, die da aktiv sind, wichtig, weil es ihnen das Gefühl gibt, sie sind nicht allein, sie kriegen auch Unterstützung, sie können um Rat fragen. Es gibt vielleicht auch in manchen Ländern eine zusätzliche Sicherheit, dass man weiß, also andere verfolgen das auch mit. Es kann natürlich auch andererseits sein, das wissen wir aus Ägypten beispielsweise, wo manche Blogger sich dann auch im Gefängnis wiederfinden, dass es nicht ohne Risiko ist. Und gerade auch deshalb braucht das natürlich Unterstützung. Danke schon mal dafür. Eine letzte Frage, so ein bisschen als Zukunftsvision. Sie sehen ja oder bekommen ja auch live aktiv mit, dadurch, dass Sie so aktiv sind, wie neue Medien wie Social Media politische Partizipation auch verändern. Wo sehen Sie das in Zukunft hingehen? Wie sieht politische Partizipation vielleicht in 10 Jahren aus? Also ich glaube, dass sich die Rolle der Parteien nochmal verändern wird. Die Zukunft sehe ich nicht darin, dass wir alle übers Internet über alles abstimmen, weil es geht ja nicht nur um den technischen Vorgang des Abstimmens in der Demokratie, sondern muss sich dann auch intensiv informieren, und das wollen viele in der Intensität letztlich dann doch nicht. Aber ich glaube, dass für die Mandatsträger, also die in einem Stadtrat sitzen oder in einem Landesparlament oder im Bundestag, diese Offenheit, sich elektronisch erreichen und befragen zu lassen und auch elektronisch zu kommunizieren, das wird zum Berufsbild immer mehr dazugehören. Das werden die Menschen erwarten, und es wird auch für die Abgeordneten eine Chance sein, die Distanz zwischen ihnen und den Wählerinnen und Wählern zu verringern. Man muss ja sehen, ich will mal ein Beispiel sagen. Wir leben hier in Münster, einer Stadt mit 300.000 Einwohnern. Die Hälfte der Haushalte hat keine Tageszeitung mehr. Das heißt, es ist natürlich auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren, die vielleicht eben tatsächlich über die Presse gar nicht mehr erreicht werden könnten. Ganz abgesehen davon, dass man das dort nur mit einer Einwegkommunikation kann und nicht einen Dialog anfangen. Also das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, natürlich können über Online-Petitionen, über Unterschriften sammeln im Internet auch Bewegung, Themen nach vorne bringen, wie das bisher nicht möglich war. Ich glaube aber, unterm Strich werden wir bei einer repräsentativen Demokratie klugerweise bleiben, allerdings mit viel mehr Möglichkeiten der Einflussnahme, des sich auch selber Artikulierens von den Menschen, ohne dass man dazu Großorganisationen braucht, weil eine richtige Idee, das hat sich ja schon gezeigt, eine richtige Idee im Netz zur richtigen Zeit kriegt ganz schnell 300.000, 400.000, 500.000 Unterschriften. Herr Pullens, herzlichen Dank für dieses Interview. Bitteschön.